Guten Morgen. Bin total zerstört. Lasst uns starten in den Tag. Und du hast dein Essen eingepackt. Wie immer. Alles vergessen. Da hat sogar schon die Anouk drin gesessen. Ja, das sieht gut aus, wie du drin sitzt. Ja, ganz bequem. Oh, Tierfahrzeug. Lustig. Hey, wir sind wieder zu Hause. Und die ist nass, obwohl wir noch nicht im Regen waren. Ja. Wie kann denn sowas sein? Nass gesapst. Da. Da. Hey. Oder vielleicht mit ihr schon reingehen, es regnet so gut. Ja, klar. Lass sie erstmal rein. Ja, Luki ist in der Schule und jetzt geht's auf zum Frühstück. Ey. Dass man immer jeden Tag das gleiche braucht, ja. Frühstück. Immer was zu essen, essen, essen. Das ist eine Katastrophe. Eigentlich muss man das abschaffen. Man müsste den Menschen optimieren. Aber nichts zu essen ist ja keine Lösung. Bin ich ja mal gespannt, was da denn steht. DHL-Paket. Aber Ene ist doch schon angekommen, ist ja geliefert worden. Berlin-Mariendorf. Das heißt der Mechtesfeld-B. Die Sendung wird für die Verladung ins Zustellfahrzeug vorbereitet. Mechtesfeld-B. Wahrscheinlich automatische Zustellbereich. Mechtesfeld-B war da auch mal unter Schleißheim, war da auch Mechtesfeld-B. Ja, ich bin gespannt. Na, vielleicht kommt es heute an. Ein leerer Karton. Mechanisierte Zustellbasis. Ja, das ist wahrscheinlich der Fehler an dem Ganzen. Diese mechanisierte Zustellbasis-Ding. Oh, dann essen wir mal was. Naja, so ist es. Selbst eBay ist nicht mehr das, was das mal war. Von Seriosität kann man da überhaupt nicht sprechen, was die Käufer, Verkäufer, was auch immer angeht. Also es ist so viel Schmuh dabei. Das müsste ja, so grob ja ausgesiebt werden, das ist unglaublich. Das war ja auch vor kurzem. Ja? Ja, mit der Uhr. Mit der Uhr, ja. Sobald Artikel, Standort und so nicht dem entspricht, mit der Meldeadresse, das müsste sofort, zack. Wir müssen das abgleichen können. Muss ich mit Ausweis anmelden. Nur. War nicht früher sogar so, dass du eine Ausweis. Das ist doch so total streng gemacht, dass man auch nur einen Account haben durfte. Und ja, so war doch früher so. Mhm. Ist total lasch geworden, war heutzutage. Meldest dich an, Hauptsache wir haben Kunden. Und das bei der Plattform, wo manchmal 30.000 Euro Sachen da versteigert werden, sozusagen. So völlig unseriös. Und dann lieber ins richtige Auktionshaus gehen. Ja. Mhm. Guten Morgen im Laden. Auspacken und auf den ersten Kunden warten. Kennt ihr ja. Also holt die Schlüssel. Und das hier. Und die da. Und die da. Und die nicht. Und das hier. Das Hindernis muss man nicht draußen stehen, oder? Ach komm. Wolfgang, du bist der erste Kunde. Ja, der erste Kunde. Hast du geredet? Oh. Wolfgangs Neuigkeiten. Die Neuigkeiten? Wie vor? 6 Milliarden Euro Schulden für Schüssel. Für Schüssel? Was? Ja, für Schiss. Ach so, und Tschüss. Und Tschüss, ja. Dann würde ich alle Geld rausschmeißen. Ja, ja. Was ist die letzte Seite? Leo, Langeweile und Liebesentzug. Ben Becker leidet an der Quarantäne. Ja, Ben Becker. Ja, lustete. Ja, ja. Das waren die Nachrichten von Wolfgang auf alle Fälle. Das sind meine Nachrichten. Nee, meine, das waren die Nachrichten von Wolfgang. Die neuesten Nachrichten. Ja, bis später. Genau, Wolfgang, wir sehen uns, ja? Halt durch. Ja, ja. Ja! Ja,
Schaffst du schon. Na, das war ja wieder. Siehst du? Hab da mal die neuesten Nachrichten wieder und tschüss. Stand da. Na denn. Weitermachen. Also zuerst mal räume ich jetzt wieder alle raus. Die ganzen Räder, die noch nicht abgeholt wurden, sind eine ganze Menge. Keine Ahnung, warum die Leute die Räder nicht haben wollen. Repariert sind sie und stehen dann ewig hier. Eine Woche, manchmal zwei, manchmal drei, manche viel länger. Unglaublich. Danach habe ich ein bisschen zu tun mit dem Aufräumen. Heute wird wahrscheinlich ein ruhiger Tag aufgrund des Wetters. Und deswegen kann ich ein bisschen hier wieder sortieren. Also die Volvo-Teile, die hier gekommen sind, habe ich euch ja noch nicht so richtig explizit gezeigt. Jetzt sind hier so Volvo-Kotflügel, habe ich mitgenommen in Altdöbern. Schön vom Zustand und Volvo, zwei Volvo-Türen. Auch schön im Zustand. War halt umsonst, ne? Konnte ich mal angucken, wollte ich nicht stehen lassen draußen und vergammeln lassen. Habe ich mitgenommen. Mit der Pappe, mit dem Trabi. Das muss ich mir unbedingt, ich muss unbedingt einen Unterstellort, weil ich würde den schon gerne abholen, das Ding. Das ist ja geil, das stand die ganze Zeit in der Scheune, trocken, das Ding ist wirklich pupstrocken. Das Einzige, was das hat, ist, dass sich Mäuse mal eingenistet haben, dass man die Sitze sozusagen erneuern muss. Aber Sitze für die Pappe kriegt man für wenig Geld tatsächlich noch. Das würde ich dann eben mal machen. Den Innenraum rausreißen, sowieso komplett neu machen. Mein größtes Problem sind die Papiere. Das wird am schwersten. Als erste Aufgabe Radmutter lösen, Antriebsseite. Kriegt er nicht hin. Gut. Hängen wir dran an den. Genau. Ist erledigt. So, danke. Ja, ich habe ja erst dann zwei schöne Räder gekauft, zwei Herkulesräder. Oh, da kommt schon wieder was. Und zwar zum einen. Yay. Herkules 24 Zoll Young Club. Mit Rockshorts, wie schön. Vielleicht fährt das ja Anouk hoch. Ich meine, ich finde ja so alte Räder toll. Also ich bin mir ja nicht sicher, ob ich das verkaufen will. Oder ob das Lumen fährt oder Anouk irgendwie. Ich weiß nicht, Anouk weiß ich nicht, die hat schon eins, so moderne. Aber bei Lumen. Ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Mal schauen. Das wäre auf alle Fälle der teuerste Rad in der ganzen Riege. Ja. Hallo. Moin. Ja, gucken wir mal. So. Einmal. Wundervoll. Fantastisch. Ja, aufschreiben einfach nur oder merken und den Kunden dann sagen, dass die Bremse klemmt. Das Bremszüge, Bremsbeläge, alles. Einmal komplett bitte alles. Naja, der tut sich nicht um, mein Gott. Wir stellen einmal LED. Ja, das sind ja auch nur 8. Aber ist da noch ein Punkt in der 8? Nee, das ist Trick. Ach so. Ja, aber gut. Der erste wird immer angezeigt und der letzte. Ja. Ja. Nee, 8. Genau, das hier ist eine große Nummer. Das ist schön. Aber hätte ich wohl nie gedacht, dass sie kommt. Los. Ja, schön. Zwei Räder von einer Person. Herrlich. Wie auch immer. Was los hier im Business? Ja, hallo, Tommy hier aus dem Fahrradladen. Tommy aus dem Fahrradladen.
Pass auf, du, unser Sophie-Fall, deine Kette ist schon ziemlich tot. Also eigentlich ist sie tot. Man kann sie ja nicht mehr spannen, dann schleift sie hinten. Boah, willst du eine neue gleich haben? Soll man der mitmachen? Okay, alles klar. Kostet 20 Euro mehr. Ja? Gut, wollte ich nur Bescheid sagen. Bis dann. Ja, reicht aus, bestimmt. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, also Kette hoch. Weiß sie. Wenigstens weiß sie es. Schön. Dann bereite ich schon mal dieses Rad hier vor. Schraub schon mal die Belege alle runter. Ein Tag mit Gegendruck mit 8 Bar. Jetzt hast du 0,5, 0,4, 1,5. Mann, never. Weg! Nicht drüber nachdenken! Achim, du in jedem Fall! Gleich weg, weg, weg! Asche, Müll, next! Ja, zu wenig Luft ist oft die Ursache von platten Reifen. Also achtet immer darauf, dass ihr den richtigen Luftdruck fahrt. Ganz, ganz wichtig. Auch hier ist er wirklich nicht mehr drauf. Bremsbelag total abgefahren hier. Voll abgefahren. Der sieht flott und sportlich aus hier. Der hat so richtig Latze. Ja, und es kann sein, dass das wirklich was langes Spitzes war, was durch ist und dann auch das Felgenband so ertuschiert hat. Genau. Kann ja möglich sein, sich. Oder so. Bremsbeläge sind ab, ist vorbereitet. Ja, da steckt so ja noch die Schau drin. Na, schau an. Wunderbar. Richtig. Rad Nummer 1 ist vorbereitet. Das ist die Vorbereitungszentrale hier. Kette und zweimal Lack. Bereiten wir das nächste vor. Diese da. Licht läuft noch, sagt sie. Was? Ich sage, Licht läuft noch. Meint sie? Genau, ist aber gebrochen. Die hier werden ja immer gerne so gebaut, die Lichter, dass wenn das Rad umschlägt, dass die hier oben diese Halterung genau da wegbricht, sodass man keine Chance mehr hat, die jemals wieder zu verwenden. Außer man bastelt richtig viel, also man baut das auseinander und verankert von innen einen Winkel, den man dann hier reinschraubt. Könnte man alles machen, wenn man hobbymäßig viel Zeit hat. Dann kann man das natürlich machen, weil defekt ist die Lampe ja nicht. Aber die Zeit hat man natürlich nicht im Fahrradladen. Und Material gibt es ja hier im Überfluss. Das ist ja das Ding. Man muss ja nicht sparen, man muss ja nicht gucken, wie man haltet. Ressourcenschonend arbeitet. Deswegen kommt da eine neue ran. Aber ich behalte natürlich die alte, weil ich kann da bestimmt irgendwann noch was draus basteln. Also weg kommt die nicht, keine Angst. Zack, haben wir. Wunderbar. Ach, diese gute Bremse. Ach, Mensch. Griffe. Heute ist ja auch was Neues. Verständlich bei den Dingern. Was hast du da? Ist der verdeckte Ermittler oder was? Sie hat ja keine Kapuze auf, ne? Fällt sie aber nicht so. Yay! Ein bisschen skeptisch da, dem Ganzen gegenüber. Und unten frei, war oben richtig eingemummelt und unten frei. Ja. Haben wir ja nicht hier wieder, diese Rabenmütter. Gar nicht so gut. Gar nicht mal so gut. Na gut dann, viel Spaß. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ja, ciao. Ja, Scheißteil, ja.
Reunet Verschleiß Artikelchen. So, also sie bräuchte auch noch. Achtung. Bremsbeläge. Und ich muss den Bereich hier wieder wohnlich machen. Kann der Kinder hier wohnen, hier unten? Schlimm aus. Hier kann doch keiner wohnen. Das sieht doch schlimm aus. Wir müssen ja ein bisschen wohnlich gestalten. Scheiße, was ist denn das? Ja, ich kann mich dieses Jahr nominieren zur schlechtesten Mutter des Jahres. Das unterstreiche ich voll, dein Engagement und deine Nominierung. Ich nehme dich als schlechteste Mutter an. Guck da oben, das Kind ist oben, schreit. Sie ist definitiv die schlechteste Mutter. Ich gehe jetzt mal hoch und guck mal nach Skalsee. Guck mal, ob das Kind noch da ist. 12.30 Uhr müssen wir das abwarten. Also ich weiß nicht, wie lange brauchen wir, eine Stunde? 13. Rechne mal eine Stunde mit ein, ist ja die Baustelle da. 13.30 Uhr müssen wir anfangen. Oh, Mensch, haben wir schöne Weine. Um 14.30 Uhr musst du mit Barbara sein. Nee, ist nicht wahr. Sauvignon Blanc, das ist das. Okay, wir sprechen später dann. Auf alle Fälle sprechen wir später. Ja. Schon viel wohnlicher mit so viel Wein. Wieder ein schöner Eigenbau, ja. Selbst die Pedalen rein geschraubt per Hand und mit dem Letterman kurz nachgezogen. Ah ja. Letterman. Und dabei ist natürlich eine Pedale, hat sich wieder raus. Die Bäder haben sich schon halb rausgedreht und die eine hat er jetzt abgekickt. Mit Gewinde alle draus. Nee. Glückwunsch. Ja Leute, ich meine, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, gerade im Tretlagerbereich oder Steuerkopf, Steuerlagerbereich, ey, lasst es lieber im Fahrradladen machen, kurz mal nachziehen mit Spezialwerkzeug, mit dem richtigen Werkzeug vor allem. Dann könnt ihr immer noch die Schuld auf uns schieben. Oder ihr macht es eben mit richtigem Werkzeug. Wer es alleine macht, so, da kann sowas passieren, dann stehst du halt da am Ende. Jetzt gucken wir, ob wir so eine Alivio-Garnitur finden. Haben wir nicht so eine Alivio-Garnitur gehabt neulich, letztens gerade? Erstmal die Kisten weg. Wie, was heißt springen gemacht? Du gibst ein bisschen Druck auf die Kette und hinten springt er. Oder knattert ohne Ende. Ganz egal, was du machst, du kannst Spannung rausnehmen, Spannung rinnehmen. Was meinst du denn? Spannung erhöhen. Na, der letzte Gang, der letzte Ritzel, ja, klappert. Was, springt die Kette drüber oder geht die nicht rein? Die springt drüber. Also ist verschlissen. Der kleinste. Ja. Die Kette ist noch zu lang. Erstmal. Komplett verschlissen. Komplett verschissen. Verschlissen. Ja, der Ort. Jetzt kratze ich mal die Pedale hier frei. Mal gucken, ob die noch zum Gebrauchen ist. Naja, hier über Fahrradzeitung und über den YouTube-Kanal. Kannst du gerne machen. YouTube, okay, alles klar. Danke. Dann musst du mir schreiben, schreibst du hier Nils wegen dem Wieder. Okay, danke schön. Kannst du mir gerne einen Kommentar sozusagen da lassen. Ja, cool. Ja, klar. Danke. Ganz schön aufgeregt, der Jute. Vielleicht sogar einer, der mich kennt von YouTube. Wer weiß, manchmal sind sie so an der Kamera unterwegs. Nur Cash, ne? Nicht Karte. PayPal. PayPal geht sogar. Ich kann es also vorher überweisen und dann zeigen, dass ich das überwiesen habe. Oder genau, du musst es. Genau. Okay, wow. Cool. Ja. Super. Wer weiß. Profi riecht es auch an der Stelle. Hallo. Hallo. Jenne. Ja, was war hier noch? Das hier? Was hast du gesagt, war hier noch? Belege. Bremsbeläge. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Demnächst ja. Mal, ja? Okay. Sofort tauschen. Alright. Ja, weil hier ist eine ganze Menge verschlissen. Ja, die Kette, das ist mir auch vor kurzem, die war ja komplett durchgerostet. Ja, die war absolut fertig. Ja, ja, läuft wieder. Jetzt sind's. Vielen Dank, dass es auch so schnell ging. Bitte. So, dem Hagen sein unbehagliches Pedalkonstrukt werden wir jetzt mal entfernen. Ja, da wirklich, das war nicht gut. Na, auch hier, das ist ja locker. Schaut mal. So ist er gefahren jetzt die ganze Zeit. Das ist ja klar, wenn du immer so hin und her wackelst, zack, reißt das irgendwann aus. Muss man schon mit Werkzeug festmachen.
Wir können jetzt hier Glück haben, dass es hält, sozusagen. So, ich weiß nicht, warum ich es jetzt festgemacht habe, weil eigentlich müssen wir ja die Bienenseiten abbauen. Ja? Was denn? Seht ihr hier mal das Bordwerkzeug von dem Herrn, das Kinderrad auf dem Besen hat? Nein, wir haben keine Bremsbeläge mehr. Ah, shit, ey. Ich brauche Bremsbeläge. Nee, du hast ja nicht. Jetzt haben wir hier ins erstmal. Lass mal stehen. Ach so. Hast du das andere genommen? Ja, aber jetzt muss ich erstmal hoch. Erstmal. Du bist gleich schnell. Guck doch mal, ob wir da drin nicht vielleicht tatsächlich so eine genaue so eine Alivio-Garnitur haben. Achte das in Package. Ja. Hey, nicht wegschmeißen, brauchen wir noch. Nicht, dass die verbiegen. Das sorgfältig behandeln. Das wäre jetzt doof. Der Kernschrott. Ja. Darum ging's. Sag mal, hast du noch so einen Umwerfer da, den man, wo man das Schaltauge mehr oder weniger am Rahmen festschraubt? Du meinst die Umwerferaufnahme? Ja. Die am Treter fest ist. Ja. Cool, so ein Ding brauche ich. Das mit dem Schaltauge scheint ja nicht zu funktionieren. Kriegt das Schaltauge für das Univega nicht, Mann. Das Fahrrad ist fertig, bloß das Schaltauge fehlt. Nee, also doch nicht. Also doch kein Umwerfer, sondern ein Schaltwerk brauchst du. Ja, na, Schaltwerk, was man. Ein halt... Umwerfer ist vorne nicht. Ach ja, Entschuldigung. Vorne okay. Mit Tretlager befestigt. Ja. Schaltwerk ist ja hinten. Du brauchst ein Schaltwerk mit was? Was ich am Rahmen festschraube. Die Halterung. Was geklemmt wird in der Achse? Meinst du das? Entweder geklemmt wird in der Achse ja, oder. Warum hast du ja keine Aufnahme mehr, sagst du? Nein, aber ich habe zwei Schraubenlöcher. Von dem alten Schaltauge. So dass ich das Teil denn da praktisch am Rahmen befestigen kann. Und bei Schaltauge.de gibt es das nicht? Muss gehen. Die haben alles. Ja. Haben sie nicht, oder was? Ich habe keins gefunden. Schaltauge.de. Weil mich kotzt das echt an, weil das Fahrrad steht da jetzt schon fast einen Monat. Weil ihr kriegt es nicht fertig. So noch. Es passt! Yay! Ja, natürlich. Na Mensch, dann ran damit. Ein alter Alivio, ja. Hä? Das ist übrigens auch ein alter Alivio. Ja, die habt ihr gesagt, das ist der Vorgänger von der. Das ist die ältere. Viel Material, da kann man viel wegbohren an der Kurbel. Ach, und hier kann man nicht mehr viel wegbohren. Hier, schaut mal. Ja, ja. Kennt ihr noch dieses wunderschöne Rahmengestell? Sieht nicht mehr so gut aus. Montana. Hallo. Moin. Ja. Sehr gut. Läuft also nicht so gut. Wie bitte? Läuft also nicht so gut. Was? Läuft nicht so gut der Markt, sag ich. Doch. Wenn du jetzt erst kommst. Ah, doch, ich hab vergessen. Ach so. Na denn? Bremsbeläge, Antrieb komplett Licht vorne, das habe ich gemacht. Rücklicht habe ich angeschlossen. So, erledigt. Also ein. Und tschüss da. So. Ja, aber müssen die? Müssen doch nicht, oder? Ja, ein Tüt spitz. Aber wenn du jetzt den Rest neu machst. Ja, warte die doch. Die hier nur noch mal eine Runde. Sie echt drauf lassen? Ja, klar. Ja, dann schraube ich sie wieder ran. Ja, mach das doch nicht, solltest du doch nur gucken. Dann muss man doch. Sollte er ja nicht komplett ab erstmal. Auf und ich hab das Antrieb komplett, also wenn ich ja, deswegen aber erstmal gucken, ob die. Das sieht doch in Ordnung aus. Die sind doch noch stumpf hier oben. Sind doch ja nicht so spitz. Geht doch noch. Eine Runde machen die noch. Und die spart Geld am Ende. Der eine spart, der andere muss mehr bezahlen. So ist das manchmal. Gleicht sich aus. So, jetzt sehe ich einen Hook abholen. Da. Oh, ich bin total sauer gerade, dass ich jetzt noch mal losfahren muss, weil ich habe so viel zu tun gerade.
das läuft mir sonst über. Und das hängt dann morgen mit drin in den Tag. Und das kann ich mir nicht erlauben. Das kann ich mir nie erlauben, sowas. Ich hasse das, wenn sich das staut. Und Marlies erreicht keinen in dieser Schule, dass Anouk mit dem Taxi nach Hause fahren wird. Ich verstehe gar nicht, wo da die Komplikation liegt. Einfach jemanden anzurufen und zu sagen, sagt mal Anouk Bescheid, die wird mit dem Taxi abgeholt. Ja, die Komplikation ist, dass sie keinen erreicht. Dass in der Schule, dass sie nur halb besetzt ist. Auch durch Corona ist das Sekretariat nicht besetzt. Ja, nur so ein paar Aufsichtspersonen sind da, die sich um die Kinder kümmern. Aber die sind nicht zu erreichen. Das ist auch komisch. Du musst doch einen Ansprechpartner haben in der Schule. Verstehe ich nicht. Das muss doch machbar sein. Selbst wenn da nur zwei Klassen sind in der Schule. Mann, ist das ärgerlich. Jetzt muss ich losdüsen. Das kostet mich anderthalb bis zwei Stunden jetzt. Zeit, wertvolle Zeit. Wir sehen uns hoffentlich gleich im Laden wieder oder mit Anuki an Bord. Eigentlich wollten wir, dass sich ein Taxi abholt, aber hier ist keiner erreichbar in der Schule. Okay, dann hätte ich mich aber. Dann müsstet ihr mir das eigentlich auch heute früh sagen können. Ja, das wussten wir ja vorher nicht. Dass das so voll ist. Wo war es denn für ein Im Laden ist es voll. Ich muss arbeiten ohne Ende. Da musst du jetzt schnell hingehen, oder? Ja, ja. Das ist eben das Problem. Ich habe alles gewusst bei dem Test, den wir heute geschrieben haben, über Satzglieder, außer dafür hat man aber sowieso nur einen Punkt gekriegt. Das war eine Einpunktaufgabe. Halt, was macht ein Satzglied? Ich habe zwei Sachen gewusst. Drei? Nee, zwei. Und dann die anderen, die letzte Sache, die habe ich vergessen leider. Sonst hätte ich alles hingekriegt. Aber ich habe alles hingekriegt. Alles gut. Das ist mein Mädchen. Aber es hat mir wirklich nicht lecker geschmeckt, das Essen. Nicht Spitz. Lecker? Ja. Ich denke, es hat ja geschmeckt. Nein. Ja, warte, nur, ich dachte, also es hat sehr lecker geschmeckt. Das Mittagessen hat mir nicht geschmeckt. Ach so, das war der Nachtisch, ne? Ja, der Nachtisch, der war sehr gut. Aber das Mittagessen. Was gab's denn? Spätzle mit Brokkolisoße, Karottensoße und Frühlingszwiebeln und Porree drin. Ich würde alles essen, ich hab Hunger. Ich kann dir ja ein Rührei machen. Das hat mir echt Spaß gemacht. Wir haben hier noch drei Eier. Nur zurück im Dschungel. Brauch eine 240er Standardspeicher. Mhm. 240 dick, die habe ich wahrscheinlich mal für Rohloff geholt. Schön. Schildrad. Ist ja eins von den Rädern. Weil wir es dann gekauft haben. Wieso, was ist denn da? Was war da? Naja, hier schlug die Pedale immer hier an diese Plastikteil hier an. Ach. Ach ja, naja, gut, klar. Das also ist eine ja bessere Lösung fiel mir nicht ein. Ja, ist doch super. Ist doch einmal frei. Und das schleift nicht mehr, alles schick und der originale Schutz bleibt dran, alles schick. Wo hast du deine Bohrer? Bohrer, da drüben. Hat das ganze Selbstmitleid da draußen nicht mehr Stufe sagen. Jedes Mal gleiche. Oh Mann, guck mal, Mika ist auch geflüchtet. Ja, ich höre, was so heiß. Ich glaub dir kein Wort. Der Mika kann jetzt schon ab, der steht auf sowas. Wie ich darauf stehe, ich nicht. Ist ja immer dasselbe. Ist immer dasselbe, man ja. Man braucht Freunde und man braucht auch Kanäle, Ventile. Ja, dazu habe ich hier vorne Pullern, hinten Kaka und dann ist gut, alles raus. Das ist ja auch stark. Geht Energy. Kunstrad. Kunstrad, genau. Radball. Das ist ein Kunstrad. Mir ist ja auch letztens bei meinem Rennrad eine Speiche rausgeflogen. Hui! Ne? Vorsicht. Das ist doch dieses berühmte Laufrad, wo eine Seite Speichen ja ein Ach, bisschen das anders ist. Berühmte Laufrad. Eine Seite ein bisschen anders als die andere Seite. Eine Seite radial, die andere zweifach gekreuzt, weil Messerspeichen.
Ja, ja, genau. Würde man sagen. Aber es ist, glaube ich, eine Speiche sogar von den Originalen, also aus der nicht. Wie nennt man das hier, die Anti-Seite? Die Nicht-Antriebsseite. Die Nicht-Antriebsseite ist, glaube ich, rausgeflogen. Und das hieß ja nun dort in die alten, wo man sich noch eine neue besorgt, eine andere reinzumischen. Ist das sinnvoll oder überhaupt abzuraten? Messerspeiche. Ja. Außerdem, du brauchst eine Systemspeiche. Nee, das Laufrad wurde ja schon mal repariert. Und die eine Seite, Messerspeichen, sind nicht ganz identisch mit dem anderen Original. Weißt du? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Du brauchst halt trotzdem eine Systemspeiche. Ja, ja, eine Systemspeiche. Die habe ich ja letztens geholt bei dem Fritzen mit der Perücke, dem Speichenmann in Prenzlberg. Der hat bestimmt noch eine für mich. Hä? Ihr macht es schon. Das war auch ein schönes Bild, ja. Dynamo, oben her. 1995. Dynamo 1996. Bates. Cutcore Metal Forces. Tommy, bist du das da eigentlich? Dieser schwarz, weiß, grau. Ja, das sollte ich sein. Das Gesicht, das aus dem Nebel kommt. Wer hat das denn durchmalasiert? Das ist schon lange her, weil das bestimmt doch schon 10 Jahre alt ist. Ah. Der Brüste macht, die sei böse nicht. Wolfgang ist da. Wir haben noch 14 Minuten, Wolfgang. Nutze sie weise. Wieso? Ja, dann ist die Kamera alle. Ach so. Ja, erzähl, Wolfgang. Der Inder ist auch wieder. Der Inder ist auch wieder da. Der Inder ist auch wieder da, ja. Ich kann ja nicht so laut. Da muss er doch hören. Da ist er, der Inder. Der Inder. Arndt ist kein Inder. Arndt ist nur ein Indienfahrer. Indienfahrer. Oh, so ein Verrückter, der Indienfahrer. Ja, ich bin leider nicht mehr verrückt, ich bin nur noch kaputt. Nee, Was? Hast du wieder die Kamera? Ja, ich bin nicht. Betriebsspionage. Betriebsspionage, ja, ich wusste ich doch irgendwie wann mal. Man darf uns ein bisschen beschäftigt. So, Abmoderation, los, komm auf! Abmoderation! Bitte! Sag! Wolfgang sitzt einfach und sagt nichts. 15 Minuten lang sitzt er da und sagt nichts. Sag! Wir sagen jetzt, ja. Was ist los? Nicht, was ist los, sondern auf Wiedersehen.